Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Wir sind heute am 4. Dezember und wir gehen weiter in diesem schönen Adventskalender, den Pater Zimmermann und Frau Gentner vom Zentrum für Ignatianische Pädagogik gemacht haben. Sie können übrigens darauf mal googeln, wenn Sie da mehr lesen wollen. Das ist das sogenannte ZIP, ZIP in Ludwigshafen. Das eine ähnlich bedeutende Organisation des Ordens ist wie hier in Berlin unser Jesuitenflüchtlingsdienst. Sie sehen ja immer am Ende den kleinen Hinweis, dass wir uns über Spenden freuen. Wir überprüfen das ja nicht und wir machen das hier alles nicht wegen der Spenden, aber ab und zu darf man ja vielleicht nochmal darauf hinweisen. Ist ja Spendenzeit der Advent, nicht wahr? Also, ja, jetzt sind wir am 4. Dezember und hier schauen Sie mal dieses Bild. Was sehen Sie? Natürlich draufgepatscht ist dieser grüne Kasten, eine Bibliothek und ein seitenverkehrter Text. Wenn man ihn liest, steht da Tai Rau Kitna. Können Sie es lesen? Tai Rau Kitna. Ahnen Sie schon, woher dieser Begriff kommt? Nein. Nun, wenn Sie ihn jetzt umgekehrt lesen, werden Sie sehen, Antiquariat. Also es ist ein Antiquariat. Und wenn Sie es jetzt noch nicht genau wissen, dann lese ich Ihnen diesen Text vor. Der ist von der Frau Kreusch, auch offensichtlich, ich kenne sie nicht persönlich, eine Freundin des Ordens. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens. Aber so sah sie natürlich nur aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte. Also sie stehen im Raum und schauen auf diesen Text und sehen ihn natürlich spiegelverkehrt, weil er nach außen hin sichtbar machen will, Antiquariat. Mit diesen Worten beginnt der Roman Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Viele, die ihn gelesen haben, erinnern sich vielleicht auch direkt an die wunderbaren Fantasiewesen und Welten, die im Laufe des Buches bezaubern, erschrecken, mitnehmen in ein Paradies der Fantasie. Mich hat schon immer der Anfang fasziniert und in eine eigene kleine Welt entführt. Wie sieht die Welt von der anderen Seite her aus? Ist nur die Schrift seitenverkehrt? Zugleich ist die Überlegung für mich auch eine Hinführung zum Glauben wie im Advent. Sich Zeit nehmen, die andere Seite zu lesen im Buch des Lebens, um so am Ende zu entdecken, was sich im Inneren verbirgt. Wie würde unser persönlicher Titel seitenverkehrt zu lesen sein? Ja, ich habe mich dieser Frage gestellt und habe eine Antwort für mich gefunden, die ich Ihnen verraten möchte. Es ist ein privates Geheimnis. Ich formuliere es so, dass ich Ihnen damit nicht zu nahe trete. Wenn ich meine Geschichte seitenverkehrt lese, würde ich ihr den Titel geben Hoffnung. Es hat sich in meinem Leben haben sich ganz viele Dinge und Wünsche, die ich hatte, nicht erfüllt. Ich habe ganz viele Hoffnungen gehabt, die sich nicht erfüllt haben. Ich bin vielen Menschen begegnet, die mir gesagt haben, ach, die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann gibst du da auch die Hoffnung auf. Und ehrlich gesagt, manche Hoffnungen musste ich auch endgültig aufgeben. Das gehört dazu. Zerbrochene Freundschaften zum Beispiel. Deine Hoffnung, vielleicht entsteht da doch wieder etwas, aber nein, es ist nicht möglich. Oder für mich in diesen Tagen eine der ganz großen zerbrochenen Freundschaften. Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht jetzt durch eine Annäherung zwischen Israel und Teilen der muslimischen Welt jetzt langsam aber sicher auch etwas ruhigeres Fahrwasser im Nahen Osten gibt und nun dieser schreckliche, entsetzliche Krieg. Oder nehmen Sie nur die Hoffnungen, die wir 1989 hatten, als die Mauer und dann später der eiserne Vorhang fiel und wir sagten, so, wir gehen jetzt in eine Periode des Friedens hinein, Hoffnungen und was. Wie schrecklich sind diese Hoffnungen alle zerstört worden und es ist zurzeit eigentlich kein Hoffnungsschimmer da. Es ist eine hoffnungslose Zeit. Aber jetzt lese ich das mal seitenverkehrt. Und da gibt es etwas, was sich bei mir durchgehalten hat. Ich finde es am besten ausgedrückt in einem Satz, den ich von dem tschechischen Präsidenten, der ja lange Zeit im Gefängnis unter der kommunistischen Diktatur in der Tschechoslowakei lag, Václav Havel, der diesen schönen Satz gesagt hat. Hoffnung
ist sinngemäß, ich weiß nicht, ob ich einen öffentlichen kriege. Hoffnung besteht nicht darin, dass das eintritt, was ich erhoffe, sondern dass alles einen Sinn hat, egal ob es eintritt oder nicht. Ist das verständlich? Also so ungefähr. Ich müsste nochmal nachgucken, wie er wörtlich heißt. Aber Sie können, müssen einfach mal Václav Havel, Hoffnung googeln, dann finden Sie diesen Satz. Also es kommt ja nicht einfach nur darauf an, dass unsere Hoffnungen erfüllt werden, so berechtigt sie sind. Sondern es kommt darauf an, zu hoffen, mitten in der Hoffnungslosigkeit, weil es die Hoffnung gibt, dass der Text, den ich sehe, von einer anderen Seite her betrachtet, plötzlich dann doch einen Sinn ergibt, den ich jetzt noch nicht sehe. Paulus sagt, Hoffnung, die ich jetzt schon erfüllt sehe, ist keine Hoffnung. Aber trotzdem ist sie ja schon da, sie ist nur seitenverkehrt da. Ich muss den Blick irgendwie wenden und warten, ob sich für den gewendeten Blick dann irgendwann etwas zeigt, wodurch deutlich wird, ja, es hat sich gelohnt zu warten. Das erfordert Geduld. Ich weiß, ich verstehe diesen Text nicht. Tai Rau Kitna. Bis es irgendwann bei mir Bingo macht und sagt, ach so, ich muss mich umdrehen. Und dann verstehe ich es. Und auf diesen Bingo-Augenblick, auf den können wir nur warten. Den können wir nicht selbst machen. Meine Sehnsucht geht also auf diese Bingo-Augenblicke in meinem Leben, dass die sich ereignen mögen. Bingo! Und jetzt verstehe ich, warum das alles so gewesen ist. Und jetzt verstehe ich, was ich nicht gesehen habe. Und jetzt sehe ich den Sinn in dem Unsinn. Womit ich den Unsinn nicht sinnvoll machen will, aber trotzdem darin Sinn entdecken kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.